Willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei den Spielkindern. Ich bin Dennis und ich heiße euch herzlich willkommen zu Dwarf Fortress. Ja, ein großer Name, zumindest wenn man sich in der, ich sag mal, Indie-Spiele-PC-Welt rumtreibt. Ein fast schon ehrfurchtgebietender Name. Mir zumindest ist das Spiel seit über 10 Jahren bekannt als das Spiel schlechthin, das Weltsimulation sozusagen groß schreibt, das strategisches Aufbau-Gameplay verbindet mit Immersive Storytelling, also dem Geschichtenerzählen, das einfach passiert durch Simulation. Also Dinge werden simuliert im Spiel und dadurch entstehen dann ganz interessante Verbindungen, Beziehungen von Charakteren, kulturelle Entwicklungen und ähnliches. Ihr kennt diese Art von Geschichten erzählenden Spielen aus Crusader Kings, aus Stellaris und ganz besonders auch aus Rimworld natürlich. Das ist eines der Vorzeigespiele der letzten Jahre dieser Art, wo einfach so viele Systeme, komplexe Systeme miteinander interagieren im Spiel, dass es für den Menschen nicht mehr ersichtlich ist, sozusagen, welche Spielregel genau für welche Sache sorgt, sodass am Ende dann einfach verrückte Dinge passieren können oder interessante Dinge oder lustige Dinge. Ja, die Charaktere haben verschiedene Eigenschaften bei RimWorld und dadurch, durch diese verschiedenen Eigenschaften stoßen sie manchmal eben auch aneinander mit Konflikten, mit irgendwelchen lustigen Situationen, Situationskomik und ähnlichem. Und Dwarf Fortress treibt das Ganze wohl auf die Spitze, beziehungsweise hat das Ganze de facto auf eine Art erfunden. Die Macher von RimWorld unter anderem und vielen anderen Spielen dieser Art waren völlig offen damit, dass Dwarf Fortress ihre große Inspiration war. Und Dwarf Fortress hat mich immer fasziniert, eben als das Urspiel dieser Art, das alles nochmal krasser macht als alle seine sozusagen Nachfolger, die es inspiriert hat, also Nachfolger im Geiste oder Hommagen oder eben Inspirationen, wie aller RimWorld. Nein, Dwarf Fortress hat das alles, treibt das wohl alles auf die Spitze und es hat mich immer abgeschreckt, weil es ein ASCII-Spiel war jahrzehntelang oder also über 10 Jahre lang, knapp 20 Jahre lang glaube ich sogar. Das Spiel wird seit 2002 entwickelt von, ich glaube irgendwie 2 Personen, soweit ich mich erinnere, also 2 Leuten, die das seit 20 Jahren entwickeln und die meiste Zeit davon war es einfach ein Spiel, das auf keine Grafik setzte, sondern auf Schriftzeichen. Und das sieht natürlich, ich sag mal, man muss schon viel Liebe zu alten Spielen haben, um zu sagen, im Jahr 2020 oder so, ich spiele jetzt einen ASCII-Zeichensatz, also einen Schriftsatzspiel, wo alle Figuren in der Welt halt aussehen wie Buchstaben und wie Zahlen und so. Bisschen schwierig. Aber vor gar nicht allzu langer Zeit kam Dwarf Fortress auf Steam raus mit richtiger Grafik. Ist jetzt kein Grafikbrett, aber ebenso, dass man es so konsumieren kann wie auch in RimWorld oder ähnliches. Und ich habe quasi an dem Tag, wo es erschienen ist, zugeschlagen und es mir gekauft. Hatte aber immer jetzt keine Lust, keine Zeit, keine Muße, damit anzufangen. Jetzt ist es mal soweit. Es ist ein langes Wochenende. Ich habe ein bisschen Zeit und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich habe absolut keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe jede Menge RimWorld gespielt. Ich hoffe, dass ich eine Chance deswegen habe. Wenn ich überhaupt nicht verstehe, was ich hier machen soll, dann schaue ich mir nach dieser Aufnahme ein Tutorial an und in der nächsten Folge weiß ich hoffentlich mehr. Aber jetzt blind Let's Play. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke jetzt hier auf About Dwarf Fortress. Da stehen nur, wer die Programmierer sind und so weiter. Grafiker, alles klar. Hätte sein können, dass das ein Tutorial ist. Create New World. Okay. Prepare to guide your stout charges to fortune in a world fraught with many perils. Also ich übersetze wieder frei. Wir sollen uns anschnallen, denn wir müssen unser Volk durch eine Welt vieler Gefahren bringen, steuern. Wir werden unsere eigene Welt kreieren und dabei zuschauen, wie sich die Geschichte der Region entfaltet vor unseren Augen. Also das Spiel simuliert eben nicht nur, was die Figuren in dem Moment jetzt machen, meine Spielfiguren, sondern es definiert auch, was die letzten Jahrzehnte vorher passiert ist, damit meine Welt verankert ist in einer richtigen Historie.
Also, once this process is complete, you can prepare a group and send them out to seek wealth deep in the mountains. Also, wir können eine Gruppe losschicken an Zwergen. Das heißt ja Dwarf Fortress, also wir bauen uns eine Zwergenfestung, um tief zu graben. Hoffentlich nicht bis zum Balrog, das wäre gefährlich. Wenn wir immer tiefer graben und immer mehr Bürger sich bei uns ansiedeln, dann wird das Aufmerksamkeit erregen, und zwar gewollte Aufmerksamkeit, also vielleicht von Händlern oder freundlich gesinnten anderen Völkern, oder ungewollte Aufmerksamkeit von potenziell Feinden. Es werden Herausforderungen auf uns zukommen, die müssen wir bestehen, und vielleicht wird unsere kleine Siedlung irgendwann zu einer großen Stadt heranwachsen, zum Zentrum unserer Zivilisation, oder wir werden vorher untergehen, möglich. Also ich würde jetzt erstmal hier alles auf mittel, klein von mir aus. Ich lasse das jetzt alles mal so eingestellt. Was haben wir? Wir haben eine Medium World Size, das ist okay. Wir haben 100 Jahre Geschichte. Das klingt gut. Man könnte bis 500 Jahre machen. Das ist schon ziemlich irre. Wir haben eine mittlere Zahl an Zivilisationen. Wir haben eine mittlere Anzahl an besonderen Gegenden, würde ich sagen. Sites, also Sehenswürdigkeiten, besondere Orte. Mittelfiele Beasts, also Monster. Natural Savagery, also wie wild ist die Natur, Medium. Und überall gibt es Minereien. Das finde ich richtig gut. Jetzt gibt es noch den Detailed Mode. Da kann man nur noch einzelne Sachen einschalten. Man kann die Größe genau einstellen der Welt. Man kann Seeds eingeben, also bestimmte Generator, Zahlen, die dann eine bestimmte Welt erzeugen. Gibt es bestimmt im Internet unendlich viele Listen von coolen Welten, die man erstellen kann. Man kann jetzt die genaue Höhe der Welt einstellen, die Tiefe, die Menge an Regenfall. Das machen wir alles nicht. Basic Options reichen mir völlig. Create World. Wir haben auch keine Mods installiert, weil ich habe halt keine Ahnung von dem Spiel, und das ist dann immer blöd, wenn man es dann auch noch moddet. Dann hat man A, keine Ahnung von dem Spiel, und B, auch noch Mods. Das ist, glaube ich, zu viel des Guten. So, es werden Seen und Mineralien erzeugt. Das ist cool. Der Welt dabei zuzugucken, wie sie so nach und nach sich aufbaut. Straßen entstehen, es entstehen Orte, es entstehen Höhlen. Okay, also was ist jetzt passiert? The Second Age of Myth, das Jahr 100. Es gibt 13.000 historische Figuren. And a Bridge Chronicle Events Totally. Also es sind einige Ereignisse passiert, aber erst ab dem Jahr 69. Also vor dem Jahr 69, also nice natürlich, ist offensichtlich noch nichts passiert. Wir sind ja jetzt im Jahr 100. The Celebrated Sin of the Harsh Scourge found Sinage. Ich habe kein Wort verstanden. The Light Group of the Crested Nation found Sloputz. Das sind wahrscheinlich Orte, die sie gefunden haben, oder? Also das sind irgendwelche Gruppen, die irgendwelche Orte gefunden haben, hätte ich gesagt. The Jackal of Celebration of Distinct Witch found Tick Guilds. Founded, achso, nicht found. Entschuldigung, also sie haben Orte gegründet. Ah ja. The Human Anna Soapblunted constructed Divine Hound for the Padded Communion. Was auch immer Divine Hound ist. Late Spring of 90, the Weak Demons constructed Hatred Lurches. Also hier sind auf jeden Fall ein paar Sachen passiert. Was ist im Jahr 99 passiert? The Dwarf Neil Noble Fountain constructed Distance Lashed for the Green Doctrines. Ich habe absolut keine Ahnung, was das hier ist. Wir starten jetzt mit dem Spiel. Ich weiß nicht, was sie da alles gebaut, entwickelt, erschaffen oder gegründet haben. Ich hoffe, wir finden es noch raus. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, das Spiel ist auf Englisch. Das heißt, das ist sicherlich auch eine Sache, die den einen oder anderen vielleicht abschrecken könnte. Select a Game Type. Fortress, Adventurer gibt's noch nicht. Legends. Ich nehme mal an, dass Legends schwieriger ist. Also nehme ich jetzt mal Fortress. Wir müssen noch ein paar Wochen vergehen lassen, damit alles richtig ist. So, es gibt ein Tutorial, Leute. Ich wusste nicht, dass es ein Tutorial gibt. Ich dachte, ich muss alles alleine rauskriegen. Klick, wir machen das jetzt. Quick Start in Short Tutorial. Nein, ja, wir machen das Tutorial natürlich. Zack. Wow, okay, wir zoomen ran an dieses Stückchen Land.
bei dem Fluss dort. A Dwarven Outpost, you have arrived after a journey from the mountain home into the forbidding wilderness beyond your harsh track has finally ended. Also wir sind weit marschiert durch die Wildnis und jetzt sind wir angekommen. Your party of seven is to make... Natürlich, sieben Zwerge. Also wir sind sieben Leute in unserer Reiseparty. Wir wollen einen Außenposten zu Ehren von Tidasolin gründen. Das ist wahrscheinlich unser Zwergenreich, nehme ich jetzt mal an. There are almost no supplies left, but with stout labor comes sustenance. Also wir müssen hart arbeiten, dann können wir uns auch selbst versorgen. Ich sehe hier schon ein bisschen wie bei RimWorld eine ganze Menge Dinge rumliegen. Also Tiere, Beerenbüsche, Getreide, Holz, Steine. Also könnte ja vielleicht reichen, um uns zu versorgen. Ob wir nun mit dem, wie heißt das, Armbrustbolzen oder mit unserem Flug arbeiten, wir werden unsere Zwerge versorgen. You are expecting a supply caravan just before winter. Also gerade bevor der Winter uns einschließen wird, kommen wahrscheinlich noch Supplies, also Nachschub. Aber es ist jetzt Frühling. Also wir sollten erstmal versuchen, eine Unterkunft uns zu bauen. Und was? Die riesigen Alligatoren werden hungrig? Was? Es gibt riesige Alligatoren? Nein! A new chapter of Dwarven History begins here. In Lal-Tururdim. Okay. Converted Towers. Strike the Earth. Ist das unser Schlachtruf? Okay, ich weiß nicht so genau. Lal-Tururdim ist unser Ort hier, ja, oder was? Camera Controls. Your view is focused... Oh, jetzt was? Your view is focused on a relation at a time. To move the camera around, press WASD or hold the middle mouse button to drag the view. Okay. To change the camera's elevation, press E und C. Also wir können auch... Ah, das ist nicht hier zoomen sozusagen, sondern das sind die verschiedenen Ebenen. Daran muss ich mich erst krass gewöhnen. Okay. When your view is in the air above the other tiles, you can see them below, but you can only interact with objects in your current elevation. Also wir haben, ihr müsst euch das wie Layer vorstellen, so als hätte man praktisch einen mehrschichtigen Kuchen. Und das jetzt hier aktuell ist unser, ich kann die Fenster leider nicht verschieben. Ah, ich kann es aber klein machen. Das hier ist jetzt unsere unterste Kuchenscheibe, hypothetisch. Es gibt natürlich wahrscheinlich noch Untergrundscheiben. Und ich kann jetzt eine Kuchenscheibe nach oben gehen. Dann sehe ich sozusagen die Bäume mit ihren, mit ihrem Blattwerk. Dann kann ich noch weiter nach oben gehen. Die Bäume sind noch höher. Noch weiter nach oben. Die Bäume sind noch höher. Das sind verdammt hohe Bäume. Alter Falter. Und hier sind die Bäume jetzt zu Ende. Jetzt, zumindest die, die hier bei mir waren. Ah, ich kann auch mit dem Mausrad dahin rollen. Und wir können immer tiefer gehen. Okay, interessant. Also hier rechts seht ihr eine Leiste übrigens, wo wir sehen, auf welcher Ebene wir gerade sind. Also es gibt irgendwie 100, naja, so viele sind es nicht. Aber es gibt schon 50 Ebenen oder sowas, die man hier hoch und runter zoomen kann. Interessant. So, wir bleiben aber jetzt mal in der Ebene, wo auch unsere Zwergis sind. Und lesen mal weiter. Wir haben übrigens gerade aktuell das Spiel pausiert, soweit ich das sehe. The view will be dark underground until you begin mining. Wir wollen natürlich relativ schnell uns in den Boden graben. Wir sind schließlich Zwerge, verdammt. You can move the camera to the surface with the surface button. F1... Highlighted, okay. Ist denn F1 mein Surface-Button? Warte mal. Ah ja. Ah ja, tatsächlich. F1 ist mein Surface-Button, okay. You can zoom in and out of the play area. Steuerung, Mouse-Wheel. Ah, es gibt auch noch einen normalen Zoom. Okay, das habe ich mich nämlich gefragt. Das macht es natürlich gut. Also ich muss Steuerung-Taste gedrückt halten. Aber so ist okay, oder? So sehen wir... So ist es so ungefähr die RimWorld-Perspektive. Damit komme ich gut klar. Das habe ich hunderte Stunden gespielt. Da bin ich dran gewöhnt. Mining. It's time to get to work. Let's start by digging a stairwell into the ground. There may be plenty of hillside to dig into, but you want to seek wealth below the surface. Also wir können uns auch in die Hügel reingraben. Wir sehen ja jetzt hier rechts schon einen Berg oder einen Hügel. Wir können ja mal rauszoomen. Aber guck mal, das ist nicht besonders hoch. Da ist nur eine Etage drüber, also schon auf der nächsten Etage, ist hier schon wieder flache Wiese. Und dann geht das hier so ganz langsam,
steil an. Also es macht wahrscheinlich Sinn, uns wirklich einfach hier runter zu buddeln in die Tiefe. Mining tasks are designated on the play area. Begin by clicking the highlighted mining button. Das ist der hier unten. Zack. There are several ways to mine. Also es gibt verschiedene Arten, Bergbau zu betreiben oder sich Tunnel zu graben. Stairwells selected. Das ist hier also eine Treppe. Start at one elevation and are completed at the next. Also geht immer um eine Etage runter, so verstehe ich das. Click the surface, move the camera down one level and click the underground. Reversing the order also works. Also wir können auch von unten nach oben buddeln. Naja, dann graben wir jetzt einfach mal... Dann graben wir jetzt einfach mal hier eine Treppe. Hat ja nicht gesagt, wir sollen das irgendwo anders machen. So. Jetzt haben wir hier eine Treppe, die jetzt ein Stückchen in den Untergrund führt. Now we'll unpause the game and let the miner finish the task. Press space to unpause or use the highlighted controls at the top of the screen. You should pause regularly starting out. Also wir sollten auf jeden Fall regelmäßig auf Pause drücken, denn wahrscheinlich ist das so ein Spiel, wo es Sinn macht, dass man nicht einfach laufen lässt. Okay, wer gräbt jetzt? Gräbt jetzt mal jemand? Ach, der hat's schon geschafft, oder was? Naja. Let's make a safe place to work. Select regular mining mode to the left. Erstmal zoomen wir, gehen wir in den Untergrund. So. Regular mining. Dig a rectangle underground big enough for a large stockpile and some workshops. Consider that most workshops are 3x3 squares. Also wir sollen jetzt hier unten einen Raum ausheben, der genug Platz bietet, um ein bisschen was zu lagern und um Werkstätten dort zu bauen. Meisten Werkstattsachen brauchen 3x3 Quadrate. Mining through the stone layers further down may take longer, but it leaves boulders which are essential building material. Also umso tiefer wir graben, desto länger dauert's. Aber wir kriegen Steine, die wir dann wieder zum Bauen benutzen können. Vermutlich, oder zum Crafting. Later you can consider making a meeting area from the zones menu. Otherwise your citizens will continue to gather by the wagon outside. Also wir können später auch einen Gemeinschaftsraum sozusagen hier unten bauen. Gut, aber dann würde ich jetzt vielleicht mal erstmal hier so einen Flur erschaffen quasi. So. Und dann können wir da ja, dann können wir da ja vielleicht einen Lagerraum daneben noch bauen. So, und jetzt sollen sie das erstmal graben. Macht mal erstmal. 20 von 20 habe ich jetzt. Ja, das geht relativ schnell. Aber das macht immer nur der eine Dude hier. Das ist irgendwie lustig. Wer ist er? Dann kann man irgendwie sehen, wer der ist. Kriegt man das irgendwie raus? Play Zones, Play Stockpiles. Ich weiß noch gar nicht, was das hier unten alles soll. L'Alto Durdim. Das ist mein Ort. You need a broker. Okay, also wir haben noch kein Wealth oder sowas. Wo sind denn meine Zwerge? Open the Citizens Menü. Darf ich alles noch nicht machen, weil ich erstmal das Tutorial spielen soll. Alles klar. Na gut, dann machen wir erstmal mit dem Tutorial weiter. So, wir haben genug... Ah, guck mal, wir haben hier sogar die ersten Ressourcen schon gefunden. Okay. So, jetzt wird er uns sagen, wie wir einen Stockpile einrichten. The supplies of the wagon are in danger of being carried off by wild creatures. It's time to build a stockpile underground to unload them. Also wir sollen jetzt einen Lagerbereich bauen, damit unsere Sachen nicht gestohlen werden. Oben vom Wagen an der Oberfläche. Stockpiles are placed with the stockpile button highlighted. Click it now. Okay, das ist das. So, dann nehmen wir Stockpile und können sie jetzt einzeichnen. Click the Add Button and click two corners of a rectangle somewhere safe to place your pile. I place a pile. So, that's my stockpile now. Click in the play area to paint the stockpile. Place all stockpile, was? Hab ich jetzt nicht verstanden. Click two corners. Stockpiles can be placed both on the surface and on the ground. Once the pile is placed, click accept and select the all option. Except, und alles soll da gelagert werden. Ich kann auch sagen, es sollen nur Waffen oder nur Nahrung oder sowas gelagert werden. Aber das machen wir nicht. If unpaused, your workers should start unloading the wagon.
Later you may want to customize your stockpiles by clicking on them and pressing the custom button to forbid certain categories. Das ist also wie bei RimWorld. Man kann die Lagerbereiche anlegen und sie dann eben noch einstellen. Also das funktioniert tatsächlich ziemlich genauso. With shelter ready underground. Naja, ob das schon Shelter ist, also ist das jetzt hier wirklich schon eine Unterkunft? Das ist ja einfach nur eine kleine Höhle mit einem Lagerbereich. Ich finde nicht, dass wir schon fertig sind. It's time to build. First you need building materials like wood and boulders. Na gut, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Kollegen hier mal ein bisschen was eingeladen haben. Das machen sie dann auch so gleich. Wupp, wupp, wupp. Die sind, bewegen sich sehr schnell. Alle so. Können wir den noch größer machen? Remove Stockpile. So. Können wir noch ein bisschen größer machen. Dann ist da jetzt noch mehr Platz. Dann können sie da noch mehr Zeug runterbringen. Können wir den noch größer machen? Dann ist da noch mehr Platz. Dann können sie noch mehr Zeug runterbringen. Wie viel ist denn jetzt noch oben? Immer noch verdammt viel. Okay, ich glaube, das Gefühl, wir brauchen mehr Platz da unten. Deutlich mehr. Vielleicht kann ich nochmal ein bisschen buddeln hier. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir hier nochmal ein bisschen was... Wenn wir hier nochmal ein bisschen was graben. Und ein bisschen mehr Platz schaffen. So, dann können wir den Stockpile nämlich nochmal hier vergrößern. Hilft die Katze eigentlich beim Tragen? Oder die beiden Katzen? Wie viel Zeug wir haben, ey. Was habt ihr denn alles mitgebracht? Der Wagen ist immer noch halb voll. Alter Falter. Na gut, ich buddel mal noch ein bisschen weiter. Das ist, ich habe das Gefühl, man hat hier unterirdisch sehr viel Platz und sollte ihn auch nutzen. So, was sollen wir jetzt machen? Before you start chopping down trees, you may want to create a dedicated wood stockpile. Haulers will also drop wood in your all stockpile unless you turn it off in the custom stockpile menu. Also wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir hier kein Holz und kein Stein lagern. Ne? Also das sind die beiden Sachen. Ne, warte mal. Also all kann ich auch einzelne Sachen set from which workshops and stockpile the stockpile gives and takes items. Removes this entirely kann ich nicht. Oder muss ich dann... Hä? Wie mache ich das denn? Dass ich sage, ich will... Wie mache ich das? Before you start chopping down trees, you may want to create a dedicated wood stockpile. Haulers will also drop wood in your ore stockpile unless you turn it off in the custom stockpile menu. Wo ist denn das? Set how many? Wo ist denn das custom menu? Ach, hier ist custom. Ah, guck mal. Hier kann ich jetzt nämlich... kann ich jetzt nämlich Stein deaktivieren? Nein, nicht... No. Wie mache ich das denn? Hä? Wie schaltet man das jetzt ab? Also Stein, so. Und kein Stein. Ach ja, hier. Da muss ich in der nächsten Kategorie sozusagen auf None klicken. Und Wood machen wir auch aus. None. Keine Bäume. Sehr schön. Okay, okay, wie kann ich das jetzt, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier, wie? Hallo? Ah ja, Rechtsklick. Okay, das war schön. Was sollen wir jetzt machen? When you are ready, open the woodcutting menu and designate the trunk of a tree on the surface. Make sure your woodcutter can walk to the designated location. Also es sollte nicht auf irgendeiner Anhöhe oder so sein, wo wir gar nicht hinkommen. Okay, sollen wir dann erstmal aber noch ein bisschen buddeln? Und hier noch einen reinen Holzstockpile machen. Dann würde ich das nämlich jetzt mal hier angehen vielleicht. Dass wir hier nochmal ein bisschen buddeln. So, dann legt mal los. Dann graben wir hier noch ein bisschen und können dann da Steine und so lagern. So, dann... Buddeln, 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 buddeln. Sehr schön. Das geht recht fix. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Spiel will, dass man da relativ schnell relativ große Bereiche auch ausbuddelt. So, nein, das hat nicht funktioniert.
So, Accept muss ich ja machen. Und das ist jetzt... Achso, nee, warte mal, das ist zu groß. Wir machen das nochmal neu. Nein, wir machen das nochmal neu. Und zwar halb so groß. So, und dieser Bereich hier links ist jetzt Wood. Und dieser Bereich hier ist Stone. Und zwar alle Steine. So, jetzt haben wir das. Und jetzt können wir an die Oberfläche gehen und können sagen, Holz hacken. Und zwar hackt ihr jetzt bitte mal diesen... Welchen Baum nehmen wir denn? Gleich einen großen? Nehmen wir mal einen großen. So. Now we just need to wait for the woodcutter to slap down the tree. If the fallen logs are accessible, everyone will help store them in the stockpile. Ah, das hat gut funktioniert. Der Baum ist umgekippt. Und wir haben jede Menge Holz. You can right-click to close woodcutting mode. Right-click, close most menus. If all of your stockpiles are full, go ahead and place another one. So, jetzt kommen sie alle angerannt und holen das Holz und bringen es runter. Und jetzt haben wir Holz hier unten. Können ja gleich nochmal ein bisschen mehr Holz hacken. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Okay. Building. Now that you have the building materials, it's time to start building. Workshops are one of the many buildings you can place with the highlighted build button. Click it now. Click it now. Cool. Most workshops require building material, such as wood or boulders. Also um zu bauen, braucht man Baumaterial. Wow. If you have some wood stockpiled, you will be able to place a carpenter's workshop. Also wir können einen Tischler bauen, wenn wir genug Holz haben. Place a shop in an empty area on the surface or underground. Ne, wir machen das gleich alles underground, natürlich. So, dafür brauchen wir aber erstmal noch ein bisschen mehr Bauraum. Nicht Stauraum, sondern Bauraum. So, man kommt ja hier gleich im Lagerbereich an. Dann würde ich sagen, ist das nächste, was wir machen, ist hier noch den Gang weiterführen. Und dann einen... wieder rausgezoomt. Und dann hier einen Raum sozusagen anbauen. Sollte man da vielleicht dann eine Lücke dazwischen lassen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie man das macht. Wir machen das jetzt mal so. Ob das Sinn macht, jetzt hier sozusagen Fels dazwischen zu lassen. Dass das nicht alles miteinander verbundene Räume sind. Baut man dann noch irgendwie Wände oder wie funktioniert das? Wir werden es herausfinden mit der Zeit. So, jetzt sollen wir einen Workshop bauen und zwar einen Carpenter. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist der Carpenter. So, den können wir hier jetzt hinbauen. Kann er jetzt mal oben da das eine Stückchen noch weggraben, damit ich da hinbauen kann? So. Workshops, Carpenter, place a shop, place Carpenter's Workshop. Select materials, jetzt muss ich aussuchen, womit es gebaut werden soll. Mit, von mir aus, wovon haben wir am meisten? Pekan haben wir am meisten. Dann baue es bitte aus Pekanholz. Warum denn nicht? Die Tastatursteuerung der Kamera ist übrigens relativ unruhig. Also man schaltet immer relativ weit, fliegt relativ weit gleich direkt. When on pause, the worker should build a new workshop. Click workshop. Click! Your industrious citizens will perform any task added to the workshop. Most objects that are placed, like doors and furniture, must first be built in a workshop. Also die meisten Dinge, die man erschaffen will, wie zum Beispiel Türen oder Möbel, müssen erst in einer Werkstatt gebaut werden. Die meisten Sachen, die hier beim Tischler gebaut werden, brauchen Holz und wir sollten jetzt erstmal Betten erschaffen. Chop down more trees is necessary, also wir können mehr Bäume fällen, wenn wir mehr Holz brauchen. Tasks, add new task, also das funktioniert auch alles wie bei RimWorld, das kennen wir alles schon sehr, sehr gut. Wo ist denn jetzt ein Bett? Tasks, make bed. Make bed. Okay, wir können das auch aus Pekanholz bauen. Was, wie viel kostet mich denn ein Bett? Ich kann es jetzt hier priorisieren, aber warte mal. This workshop is free of anybody to use. Also jeder kann das benutzen. Sonst könnte ich auch wahrscheinlich einen Arbeiter dazu teilen. Also make bed ist wirklich hier gleich das oberste. Dann haben wir das jetzt so. Kann ich das auch gleich auf Repeat
setzen. Ich kann aber auch, normalerweise müsste ich doch sagen können, bau drei davon oder so. Also ich meine, ich habe ja 7 Leute. Das wäre also ganz gut, wenn die, wenn die alle ein Bett hätten. Die Frage ist, kann ich jetzt auch einfach sagen, ich möchte das aus Walnussholz haben zum Beispiel? Mach doch mal ein Walnussholzbett. Aber hier steht immer noch Pecanwood. Oder ist das der Workshop? Naja, Make Bed. Also, jetzt sollen die mal ein Bett bauen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Macht er jetzt was? Also Animationen gibt es nicht. Er ist aber zumindest im Workshop. Sehe ich. Ach, guck mal, jetzt hat er hier noch das nächste. Ah, ein Bett. Und Walnussholz hat er aber irgendwie auch. Das verstehe ich noch nicht ganz, die Anzeige. Okay, das Bett ist jetzt wahrscheinlich hier gelagert, oder? Genauso wie das Walnussholz da gelagert ist, weil wir keinen Platz mehr im Lager haben. Place bed. Now that you have a bed, you can place it in the fortress. Use the build menu to place it in a room underground, just like the workshop. Dig a new room first if you like. Beds are found in the furniture category. Unlike workshops, beds must be placed underground. Also wir können keine Betten oben irgendwie bauen. Das heißt, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Wir bauen uns jetzt ein Bett. Und zwar ist mein Wohnbereich, würde ich sagen, startet noch etwas weiter hier in diese Richtung. Was passiert hier? Ich habe rausgezoomt irgendwie oder reingezoomt. So, grabt mal euch hier noch ein bisschen durch. Danke, danke, danke. Das ist gut. So, und dann lassen wir hier noch ein bisschen Platz für mehr Workshops. Für noch einen mehr. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Schlafraum. Das ist eine ganz andere Art Untergrund hier irgendwie. Müssen noch rauskriegen, was diese verschiedenen Farben bedeuten, was das für Arten von Untergrund sind. Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht so gut. Bei RimWorld ist man immer, wenn man mit dem Mauscursor über was rübergefahren ist, wurde das irgendwo in einer Ecke des Bildschirms angezeigt, was das halt ist. Dass das Wiese ist oder was auch immer. So, jetzt wollten wir bei Furniture ein Bett uns platzieren. Click a tile to place a bed. So. Und wir haben ein Bett, das in der Nähe ist. Distance 11, also das ist hier um die Ecke beim Workshop. Das nehmen wir. So, und dann haben wir ein Bett. Ich weiß noch überhaupt nicht sozusagen, was die Zwerge gerne hätten. Also möchten die einen gemütlichen Raum haben oder schlafen die auch gerne alle zu 8 oder so in einem Zimmer? Brauchen sie Wände? Brauchen sie Türen? Ich weiß es nicht. With the bed placed, your workers will have somewhere to sleep. Jetzt können wir irgendwo schlafen, unsere Arbeiter. Later you can create a room with a door and use the zones menu to assign an official bedroom for each resident. Ah, okay, also auch über RimWorld. Sehr schön. Beziehungsweise es ist ja andersrum, es ist ja, RimWorld ist ja wie dieses Spiel, weil das war zuerst da, aber ihr wisst, was ich meine. Ich kenne halt nur RimWorld aus dieser Art Spiele sehr gut, deswegen vergleiche ich es immer. You can click on creatures and items just as you can click on buildings to get more information about them. Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Kann ich jetzt auf das Bett klicken und dann kriege ich mehr Informationen. Okay. Sehr gut, dann kann ich wieder schließen mit Rechtsklick. You can also access information from the citizens button. Ist das der hier? Ah, da sind sie nämlich auch schon. Dann kann ich mir nämlich mal meine Citizens angucken, meine Bürger und Bürgerinnen. Und hiermit ist die Frage auch beantwortet, die weiblichen Zwerge haben keine Bärte. Da stimmt doch was nicht. Sind das überhaupt echte Zwerge? Können wir auf die Katze klicken? Ich kann auf die Katze klicken, sie ist 5 Jahre alt und weiblich und gesund. Nice. Feel free to pause and check out information. Right-click to dismiss the information sheet. Alles klar. Important and sometimes urgent information is given as alerts on the left side of the screen. There have been several already. Hover over an alert icon. Also hier gibt es so Benachrichtigungen. Left-click for recenter and expand options. Right-click to dismiss. You have struck Lace Agate. Praise, Adventurine, Citrine, Hematit und Tetrahydrit. Also wir haben verschiedene Mineralien schon gefunden. Kann ich die dann hier entfernen mit Rechtsklick. Left-click, Recenter, Expand Options. There's nothing to catch in the central swamps. Das ist ja schade. Also im Sumpf gibt es nichts zu fangen.
Also Nahrungsversorgung wird sicherlich auch nochmal ein Problem werden. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Left click for recenter, expand options. It has started raining. Aha, aha, aha. This is an example urgent alert. Dismiss the large alert. Alles klar. So, und jetzt das letzte, die letzte Tutorial-Geschichte hier, zumindest in diesem Tutorial. Das machen wir jetzt noch schnell. You may need supplies before the coming of winter. To trade with the autumn caravan, you must build a trade depot from the build menu. You need something of value to trade. Crafts are an easy way to make a lot of trade goods quickly. Make the appropriate workshop with workshops crafts. Also, wir wollen möglicherweise ja handeln mit der Herbstkarawane, die hier vorbeikommt. Dafür brauchen wir aber was zum Handeln. Dafür müssen wir erstmal einen Crafts-Workshop bauen. Dann würde ich jetzt hier erstmal noch ein bisschen buddeln. So, das könnt ihr schon mal machen. Da können wir nämlich dann einfach Handwerksgüter herstellen. Offensichtliches Material, um daraus Sachen herzustellen, ist Stein. Wir graben uns schließlich unter die Erde. You will find a near infinite amount of boulders of various kinds as well as some rough gems if you are lucky. Also wir können unten Steine finden, umso tiefer wir graben, und auch Rohedelsteine. Gems can be cut at the Julia's Workshop. Also wir können auch Juwelen herstellen. And crafts, encrust them on crafts and other items to add even more value. Just the beginning. There's a lot more to learn. As you enter new menus, there will be information and tips. Click the help button. Machen wir. Ah, guck mal, da kann ich mir jede Menge weitere Informationen und Guides durchlesen, über Survival zum Beispiel und so weiter. Das machen wir dann später. Jetzt haben wir erstmal das allererste Tutorial beendet. Ich gebe jetzt noch schnell einen Workshop, einen Crafts-Workshop in Auftrag, damit ich es nicht vergesse. Das können Sie gerne aus Highwood-Logs von mir aus herstellen. Und dann ja, machen wir nächstes Mal in der nächsten Folge einfach weiter. Das war jetzt die lange, lange erste Folge. Die nächsten werden eher wieder so im 20-Minuten-Bereich liegen, wie auf dem Kanal üblich. Also ja, schauen wir einfach mal, wie wir unser Zwergen-Imperium weiter aufbauen. Und ob unsere 7 Zwerge überhaupt bis zum Winter überleben, bis ihre Karawane kommt, mit der sie handeln können. Besonders um die Nahrung mache ich mir ein bisschen Sorgen. Wobei wir ein bisschen was ja dann doch auch mitgebracht haben. Vielleicht können wir ja oben an auf der Oberseite hier auch ein bisschen was einfach, also hier wächst ja auch, wir wachsen ja Sachen wild. Da müsste man ja auch ein bisschen was ernten können. Na gut, das sehen wir alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Dwarf Fortress und wollt mal ein bisschen in dieses Spiel einsteigen. Ich hab mega Bock gerade. Find's super. Und ich denke, wir werden hier gemeinsam viel Spaß haben. Schaltet wieder ein, und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, wisst ihr, wie es funktioniert. Abonnieren, die Benachrichtigungsglocke drücken und einstellen, dass ihr alle Videos von mir in euren Videofeed bekommen wollt, weil sonst verpasst ihr einige. Möglicherweise, wenn der Algorithmus, der Allmächtige von YouTube, sagt, nein, dieses Video zeige ich dir nicht. Nicht dir, nur allen anderen. Und dann habt ihr bestimmt Fear of Missing Out, das gute alte FOMO, und wisst nicht, was da passiert ist in dem Video, und seid traurig und weint, und das will doch keiner. Also, drückt die Glocke. Drückt abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich war Dennis. Das war Folge 1 von Dwarf Fortress. Ciao, ciao.